Ja, hallihallo, der Blumann ist wieder da und ich habe gedacht, hey, heute will ich euch heute etwas Spezielles zeigen und zwar aus einer Vielfalt eine Einheit. Und zwar, wie ich einen Blumenstrauß kreiere aus ganz vielen verschiedenen Materialien und in ganz bunten Farben und die soll dann am Schluss eine wunderschöne Einheit geben. Ja, was habe ich für Materialien bereit? Was haben wir da? Ich habe da Portulaca-Beeren, ich habe da schönes Olivengrün, dann habe ich da wunderschöner Eukalyptus Cinerea. Der Eukalyptus ist ja ein sehr, sehr dankbares Grünmaterial, ein Grünmaterial, das auch sehr lange schön bleibt. Und ohne Grünmaterial kommt man einfach nicht vorwärts. Also, du kannst einen wunderschönen Strauß kreieren, aber ohne Grünmaterial hast du absolut keine Chance. Ich verwende auch sehr gerne das Müllerbeckia-Holz. Das eignet sich super, damit du wunderschöne Sträuße kreieren kannst. Dann habe ich da eine schöne Amaryllis-Blüte. Die nehme ich da zum Starten rein, weil sonst bringen wir diese Blüte nicht mehr in die Kreation. Da hast du fast keine Chance mehr, weil diese Blüte so viel Platz braucht mit dem Stiel. Dann habe ich da wunderschöne Disteln. Die sind so ein wenig als Füllmaterial auch gedacht. Dann habe ich da eine rosa Chrysantheme. Dann habe ich da ein Zierkohl. Dann habe ich da so wunderschöne Comphoricarpus. Das sind so Samenstände. Dann habe ich da Hypericum. Dann habe ich eine weiße Lilie. Dann habe ich da wunderschöne Ornithogalum-Blüten. Das ist eine Blüte oder eine Blume, die hat ganz viele kleine Blüten, auch Milchstern genannt. Die eignet sich für ganz viele verschiedene Dekos und Blumensträuße. Die Amaryllis, die will immer wieder nach unten rutschen. Ziehen wir sie immer wieder schön nach oben. Dann habe ich da so wunderschöne Gräser. Die sind leicht rot gefärbt, aber sind, sag mal, immer noch sehr natürlich. Dann hat es da die Crocosmia. Ja, also ihr seht, da hier im Blumenladen geht immer was. Telefon hier und da sonst noch was. Und ja, ich filme auch ab und an, wenn ich schon den Laden geöffnet habe oder einfach schon Leute etwas von mir wollen. Und das ist das Witzige. Also darum siehst du auch manchmal noch dies oder jenes, was sonst halt nicht, ich sag mal, in jedem Film vorkommt. So wie die Amaryllis, die da immer wieder runterrutscht. Dann habe ich da so wunderschöne Mimi-Eden-Rosen. Eine sehr, sehr langhaltbare, wunderschöne Rosenblüte. Eine Polyantha-Rose, eine Rose, die mehrere Blüten pro Stiel hat und somit ja etwas liebevoller wirkt als die natürlich normalen Rosen. Dann habe ich da ein Orange, das ich auch noch in diesen kunterbunten Blumenstrauß reinarbeite, die Germini, eine lagernde Blüte, eine Blüte, die du eher tief in den Blumenstrauß reinarbeiten musst. Man kann natürlich jetzt diskutieren, ja, darf ich eine Germini und eine Chrysantheme mischen? Darf ich eine Amaryllis und eine Lilie mischen? Man darf alles heutzutage. Also du bist frei.
Du musst einfach das so kreieren, wie es am Schluss für dich passt und natürlich auch für deine Kunden. So, kommt da die Alstro. Stromeria. Und zum Abschluss von diesem üppigen, wunderschönen Blumenstrauß nehmen wir noch drei schöne Rosen Sweet Dolomiti rein. Und so entsteht ein wunderbarer, kunterbunter Blumenstrauß, Blumenmix. Und ich hoffe natürlich, auch dir würde dieser Blumenmix gefallen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, doch, es ist genau mein Stil, dann schreib es doch einfach unten in die Kommentare rein. Genau so ein Strauß hätte ich auch gerne. Ja, ich freue mich immer wieder über eure Kommentare. Ich freue mich über Feedbacks, ich freue mich über Anregungen, Ideen, Bemerkungen etc. Ihr dürft reinschreiben, was ihr wollt und mir auch sagen, was ich anders machen könnte. Zum Abschluss mache ich da noch ganz einen einfachen Abschluss mit dem Salalgrün, damit der Blumenstrauß dann auch schön in der Vase steht. Zu einem sauberen Blumenstrauß gehört natürlich auch ein Anschnitt. Schnell schauen, ob die Amaryllis noch okay ist von der Platzierung, von der Länge. Nicht, dass ich sie dann zu kurz abschneide und dann anschließend ein Problem habe. Kommt gut. Mit der Baumschere habe ich mal das Ganze, soll ich sagen, zugeschnitten. Und jetzt nehme ich da noch jeden einzelnen Stiel schön mit einem scharfen Blumenmesser und schneide so die Blüte an, dass sie gut Wasser aufziehen kann. Ich zeige euch den Strauß mal noch von oben. Ich habe noch gar nicht zu euch gezeigt, diesen Mix. Die ganz verholzten Stiele, die schneide ich da jeweils mit der Baumschere an, damit das wirklich auch wunderbar, der Schnitt da ist. Nicht, dass ich da murkse und was zerquetsche. So, mit dem grünen Bindebast binde ich jetzt die Stiele schön zusammen. Wichtig ist, wenn man die Spirale hat, zerquetscht man auch keinen Stiel. Darum ist wirklich das A und O, eine gute Spirale zu kreieren. Unten ist es wichtig, dass du schaust, dass die Stiele etwa gleich lang sind und dass du die Amaryllisblüte, die haben wir da unten, dieser hohle Stiel, mit deinem Bast schön abbindest, damit der Stiel sich nicht aufrollt. Und was auch wichtig ist, die Gomphoricarpus, das ist dieser Stiel da hier, der wird abgebrannt, damit der Milchsaft, der diese Pflanze da produziert, schön gestillt wird. Ja, ich hoffe ganz fest, diese Farbenkreation aus einer Vielfalt, eine Einheit zu kreieren, hat dir Spaß gemacht? Wenn ja, drück einen Daumen nach oben, oben das kostenlose Abo, hier kannst du mal auf meine Website schauen und unten das nächste Video, eine Inspiration bestimmt für dich von mir. Sag ich einfach wieder tschüss und weg, bis zum nächsten Mal wieder.